Wie ist es, wenn im Leben von der einen Sekunde auf die andere nichts mehr so ist wie vorher? Ich bin dick und ich konnte den Kopf 2 cm rechts und links bewegen. Du konntest noch irgendwie mit den Augen ein bisschen so machen und das war alles. Ja. Dann ist schon so der Gedanke, ja, ist es jetzt da gewesen, oder? Aufgeben ist keine Option. Das Zauberwort heisst Hoffnung. Hoffnung schadet nie. Weil Hoffnung bedeutet ja nicht Prognose. Aber das ist jetzt schon ein Erfolgserlebnis, was auch mit den Händen überhaupt das machen können. Das ist schon alles möglich. Das ist alles einfach Übung. Ja, es gibt eigentlich nur eins: Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Was für ein Glück, wenn du in so einem Moment Menschen um dich hast, die dich tragen. Und nachher kommt er dann ganz heim. Wer kommt ganz heim? Der Papi. Der Papi? Ja. Etwas habe ich gelernt hier rein. Wahre Stärke, die zeigt sich nicht an den Muckis, sondern die zeigt sich im Kopf. Die Mona Fetsch, auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst. 3 Tage im Schweizerischen Paraplegikerzentrum Nottwil. Das ist die Mona, mit drin. Passt. Also gut, dann gehen wir doch schauen. Wir gehen jetzt ins 9. rum und dann tue ich dir einen Teil des Teams vorstellen und den Till den ich dir vorstellen. So. Jawohl. Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo miteinander. Das ist der Till. Hoi, Till. Freut mich. Du tust mich heute. Genau, du hast Glück mit mir eine Runde zu machen. Super. Der Till und ich bleiben schon auf dem Gang hängen. Ein Patient ist sich am Verabschieden. Dürfen wir jetzt einfach schnell frech auf euch zukommen? Ich bin Mona. Tschüss. Mona. Tschüss. Freut mich. Das ist dein letzter Tag hier? Ja. Okay. Es ist ein grosses Gefühl, alles so. Jetzt darf ich heim. Wow. Ohne Seuf. Wow. Das ist gut. Wie lange bist du jetzt hier? Ja, am 17. Juni bin ich von Insel hierher gekommen. Ja. Also, das heisst, mehr als ein halbes Jahr bist du jetzt hier. Knapp 9 Monate. Wow. Sie haben mich gepflegt. Ich kann wieder schnurren, ich kann den Arm wieder brauchen. Das ist geil, das ist wirklich cool. Also das heisst, hast du vorher alles nicht können. Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal. Bist du die Freundin? Ja. Sorry, dass ich da einfach so. Darf ich da fragen? Hast du einen Unfall gehabt? Ein Jeep bin im Gelände. Trollt und überschlagen. Und so blöd. Und ich, ja. Also ein Autounfall irgendwo? Ja, ein Reh ausgewichen und bergab gegangen. Dann bergab, überschlagen und blöd. Ja, zum Karren ausgeht. Oder 14 Tage später bin ich im Spital erwacht. Und nicht gewusst, was wie wo. Der Stecker wurde 3-mal gezogen, habe ich immer geweigert. Und am 4. Mal bin ich zu mir gekommen, eigentlich. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Sie wollen die Maschine abstellen? Ja, ja. Das erste Abt? Ja. 3-mal. Nein, ehrlich? Ja. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Hey, ja. Ist gut. Es geht. Wie haben Sie das zusammen angebracht? Sie ist die Hauptverantwortliche. Jeden Tag. Von Hacker daher 208 km. Das ist die Arbeit vom ganzen Haus, vom ganzen Team. Ja. Ja, ja. Aber er sagt, du bist es. Ich war da. Ja. Jeden Tag? Mhm. Jeder? Ja. Jeder. Jeder ist sich auch. Jeden Tag. Ja. Ist cool. Hey, wow. Cool. Ja, jetzt gehen wir wieder heim. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber jetzt sitzt du im Rollstuhl, das ist doch ein riesen Unglück. Nein, ich bin nicht einen Tag hässig, ich bin nicht einen Tag trüb, dass ich wieder im Rollstuhl oder irgendetwas. Ich hatte riesen Glück, gehabt, dass ich überhaupt wieder lebe. Ja. Hey, danke vielmals, gell, dass wir euch einfach fragen durften. Und toi, 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 geniessen den grossen Moment. Gell? Tschüss. Alles, alles Gute. Gell? Ganz eine gute Zeit miteinander. Das sind die schönen Geschichten, wirklich. Also, wirklich mega schön zu sehen, wer es selber gesagt hat, wo er war vor 9 Monaten und wo er jetzt ist. Und das ist eigentlich auch wirklich. Also, das ist einfach, das tut mega gut. Viele Patienten kommen zu Nottwil als erstes auf die Intensivstation. Gelähmt, in ein Leben geworfen, das sie nicht selber gewählt haben. Hier in der Reha werden sie bestmöglich auf ihr neues Leben mit einer Behinderung vorbereitet. Für das tut Nottwil alles. Physio, Sport,
Und auch eine eigene Abteilung, wo die Rollstühle auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen angepasst werden. Weil jeder Patient hat eine ganz eigene Geschichte. Und die von Jürg lerne ich jetzt kennen. Gewisse, also er ist auch Querschnitt gelähmt und hast du mit ihm mal ein bisschen. Wer weiß, dass wir. Sprechen, ja, er weiß, dass du kommst. Oh, ich bin Mona. Jürg, freut mich. Hallo Jürg, das freut mich. Mona Visite. Hast du fast einen ähnlichen Dialekt? Ja, wir kommen glaube ich, aus einer ähnlichen Region. Okay. Du aber, also, du hast gesagt, er ist Querschnitt gelähmt, aber du bist jetzt hier, du, wie ein junges Reh sitzt du ja, jetzt. Ja, ich stehe jetzt nicht gerade auf, um dir Häuser zu sagen, ja. Aber ja, sitzen geht. Ja, ja. Mhm. Aber auch nicht seit immer? Also, oder? Ja, also ich habe eine inkomplette Paraplegie. Das heisst, dass ich von Anfang an gewisse Funktionen noch hatte. Ja. Und also, zum Glück meine Beine noch ein bisschen bewegen. Ja. Ich habe Stöcke und ich habe Schienen und bin so ein bisschen dran, mich möglichst aus dem Rollstuhl raus schaffen. Zu schaffen. Genau. Ja. Ja. Bist du gelähmt? Also bist du, oder was ist ja, das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich überlege mir manchmal auch, wie ich das ausdrücken soll, ja. Wenn mich die Leute fragen. Ich würde sagen, ich habe ein Manko. Ja. Mhm. Und was ist bei dir passiert? Mir war es so, dass ich mit dem Gleitschirm auf einem Streckenflug war und dort unsanft zu Boden kam. Ja. Und ab dann weiss ich eigentlich nichts mehr. Also, ich konnte dann nachher auch selber können, zum Glück eine Träger alarmieren. Obwohl du also, nichts mehr weisst? Also ja, ich weiss nichts mehr von dem Zeitpunkt, wo ich den Notschirm gehört habe. Das ist so meine letzte Erinnerung. Mhm. Und nachher weiss ich einfach wieder, dass ich zu mir gekommen bin oder einfach die Erinnerung setzt wieder ein, als ich das Nattel sofort genommen habe und einfach gerade aus Reflex irgendwie Träger alarmiert habe. Ja. Und dann ist schon so der Gedanke, ja, ist es jetzt da gewesen, oder? Mhm. Das Leben im Rollstuhl, so das, was man vielleicht. Über die Bilder, die man hat. Nie hätte wollen. Und ja, so, jetzt hat es mich verwünscht, so der, wenn man das so spürt, das ist heftig, ja. Der Jürg ist 38, verheiratet und Vater von 3 Kindern, von Beruf Geotechniker. Bewegung war immer ein wichtiger Teil von seinem Leben. Als er vor 5 Monaten hier angekommen ist, konnte er nicht einmal seine Füße bewegen. Aber jetzt lernt er wieder laufen, auch mit der Hilfe von diesem Gerät, einem EXO. Mona. Renzo, freut mich. Jürg, hallo. Gut, fangen wir an. Heute habe ich eine neue Assistentin, da kannst du gerade mitmachen. Jetzt tust du den Schraubenzieher hier rein. Genau, und drehen. Wann hast du das Ding zum ersten Mal gesehen? Ja, das war vor etwa 2 Monaten. Ja, heute ja. Ist es jetzt zum 16. Mal. Ja, und was hast du gedacht? Ganz gut gemacht. Ja, es sieht natürlich am Anfang recht abschreckend aus, so irgendwie robotermässig. Ja. Man liefert sich dem so ein bisschen aus. Aber ich habe mich eigentlich relativ schnell mit dem angefreundet, weil es auch das erste Mal war, als ich wieder laufen konnte. Also es war wirklich mein erster Schritt in dem hinein, oder? Und das Gefühl, von wieder mal einfach so ein Bein vor das andere zu setzen, das ist, obwohl es so technisch und robotermässig war, schon gut. Ja, es war schön, einfach wieder mal. Ja. Du bist nur als Sicherheit da, du bist aber immer dran. Ja, ja, ich hebe es. Okay, gut. Gewicht links und Schritt rechts. Du läufst einfach ja. Mit. Und du musst ihn schön begleiten, schön sachte dranbleiben. Du musst einfach aufpassen, dass du deine Füße nicht unter seine Fersen ja. Stellst. Ja. Schön nach vorne schauen. Ist das anstrengend, Jürg? Ja, es gibt schon recht den Widerstand beim ganzen Laufen. Komm doch mal vor ihn. Ja. Und schau mal, wie er läuft. Ob es Auffälligkeiten hat. Na, aber es sieht super geht's aus. Geht, ja. Ist gut. Ja. Läuft er schön? Ja, läuft sehr schön. Okay. Okay. Machen wir noch eine Pause. Haben Sie dir am Anfang gesagt, das wird möglich sein? Oder hast du dich selber einfach an dieser Hoffnung festgehalten? Ich habe das Gefühl, Hoffnung schadet nie. Mhm. Weil Hoffnung bedeutet ja nicht,
Prognose, sondern Hoffnung ist wirklich, ja, ich habe das Gefühl, der bringt die mental einfach im ganzen Prozess so weiter, dass auch wenn es nachher nicht eintritt, einen positiven Effekt hat. Ja. Und ja, ich finde, Hoffnung ist etwas vom Wichtigsten. Ja. Wieder können laufen, eigenständig sein, dass sich die verletzten Nerven wieder erholen, das ist der Traum von jedem, der hier drin ist. Lang nicht für alle wird er wahr. Die Verletzung setzt Grenzen, die jeder muss akzeptieren muss. Und gleich ist jeder noch so kleine Erfolg ein wichtiger Schritt zurück zu mehr Selbstständigkeit. Grossraum und da jetzt zwei Personen, die auf dich warten. Auf mich? Genau. Aha. An meiner Kollegin an der Suse ab und an der Melanie. Hallo. Ja. Susanne, Mona. Hallo Mona. Das freut mich. Ich komme Grüß Gott. Ja, genau. Mona. Hoi, Meli. Hoi, Meli. Das freut mich. Hoi. Und du bist wie lange schon letztem? Jetzt bin ich 8,5 Monate da. Oh, schon? Gehst du schon bald ja, wieder? Ja, 2,5 Wochen gehe ich heim, genau. Okay. Ja. Ich stehe da so blöd. Kann man da irgendwo sitzen? Das ja, ein... Stuhl. Auf die Bank. Hey, du liegst jetzt da. Also ich habe keinen Plan. Also ich weiss, du bist da. Das heisst, du hast irgendwie eine Lähmung. Genau, also ich hatte eine Halswirbelverletzung vor eben 8,5 Monaten. Okay. Und, also da oben? Genau, 6. und 7. Halswirbel. Ja. Oh, lecker. Und was heisst jetzt das für dich körperlich? Also das heisst, ich bin Tetraplegikerin, das heisst, ich habe die Arme, also die Hände und die Beine involviert. Das ja. Ganze, genau. Also die Arme kannst du jetzt bewegen? Ja, aber ich kann die Hände zum Beispiel nicht mehr normal brauchen. Okay, ja. Ja, genau, die kann ich wieder zutun, die kann ich eigentlich mehr nur einfach auftun. Ja. Ja, also das musste ich alles wieder lernen. Das ist alles nicht gegangen. Was hast du denn für einen Unfall gehabt? Ich bin vom Rosskate. Genau. Oh. So dass die Horrorvorstellung, die man hat, man kauft vom Ross und dann... Ja, dann ist es einfach ein bisschen anders gegangen, wie sonst jedes Mal, ja. Ja. Sehr gut. Ja. Was spürst du jetzt, wenn ich so mache? Ich nehme das so ein bisschen einfach wahr, hier im Beckenbereich. Ja. Ja, das hat sich aber auch erst wieder ein bisschen entwickelt. Ja. Das war am Anfang nicht. Vorher war es einfach nichts. Ja, ab da nicht. Nicht? Ja. Da kann man sich nicht vorstellen, oder wie das ist, wenn man ab da nichts merkt. Jetzt ist es vieles so, wie wenn du beim Zahnarzt warst und du hast irgendwie die Spritze gehabt. Und ich habe da zum Teil ein bisschen Hautsensibilität, aber kein Schmerz, kein Kalt, kein Warm. Also wenn du beim Zahnarzt warst und das wacht wieder auf und du beißt dir auf deine Backe, dann merkst du es zwar, aber es tut dir nicht weh, oder? Ja, genau. Aber so kannst du dir das vorstellen. So habe ich auch unten an den Armen empfinden, zum Beispiel. Ja. Dass ich einfach keine Schmerzen oder so dort mehr spüre, aber durchaus Berührungen. Ja. Also, was Melanie neu üben musste, ja, wie man sich dreht, ohne dass man den Rumpf und die Beine selber ansteuern kann. Das hat jetzt bei dir relativ entspannt ausgesehen. Aber wie lange hast du jetzt gehabt, weißt, bis du das kannst? Wie lange haben wir das geübt? Ein paar Monate, hast du? Ja. Bis du einfach das Gefühl dafür hast. Ja. Ja. Da, wo du frisch gekommen bist, nach dem Reitunfall, bist du ganz anders als da, wo ich jetzt hier gesehen habe? Ja, also ich bin da gelegen und ich konnte den Kopf 2 cm rechts und links bewegen, meine und der rechte Arm ganz leicht. Ah, und sonst konnte ich nichts bewegen. Also die Hand ist gar nicht gegangen, der linke Arm ist gar nicht gegangen. Und das ist erst im Verlauf der Zeit wieder gekommen. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, es war relativ vieles anders gewesen. Ja. Du bist da gelegen und hast noch irgendwie mit den Augen ein bisschen so machen und das war alles gewesen. Ja. Deine Welt so. Ja, genau. Ich soll später bei ihr im Zimmer vorbeikommen, hat Melanie gesagt. Dort haben wir mehr Zeit zum Reden. Aber das ist jetzt schon Erfolgserlebnis, was zum auch mit den Händen überhaupt das können machen. Das ist alles möglich. Das ist alles einfach Übung. Ja. Gegen Abend wird es ruhig im Paraplegikerzentrum. Therapiestunden sind durch, die Menschen wieder mit sich allein. Es sind die Stunden, wo man Zeit hat zum Nachdenken. So viele hier drin hätten Grund zum Verzweifeln. Aber was ich hier erlebe, sind Menschen, die vorwärts schauen, die Hoffnung haben und für ihre Zukunft kämpfen. Der Jürg hat Besuch von seiner Frau Andrea und seinen 3 Kindern. Sie verbringen die Schulferien in Nottwil, damit sie als Familie möglichst nahe beieinander sein können.
mache mich auf den Weg zu der Melanie, der jungen Frau, die schon mit 26 ihren eigenen Reiterhof pachtet und sich damit einen Lebenstraum verwirklicht hat. Gefunden. Genau. Hi, Melanie. Hi, Mona. Hi. Hi. Müde oder geht? Ja, es geht. Schon ein bisschen müde vom Nachmittag, aber es geht gerade noch. Ja. Welches bist jetzt du? Ich bin zum Beispiel da unten, da ganz rechts unten. Genau. Ah. Wann ist das? Das war etwa September 16, anfangs, ja. Wenn ich so sie anschaue, also dich anschaue, weißt du, wie bist du gewesen? Wie hättest du dich da beschrieben? Wie hätte ich mich beschrieben? Ich glaube, ich bin sehr ein fröhlicher Mensch gewesen. Und das ist jetzt manchmal ein bisschen schwierig. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin jetzt eher ein bisschen schwieriger geworden, weil vieles einfach nicht mehr so geht. Und dort habe ich halt immer gesagt, es geht, wenn du etwas willst, dann kannst du alles machen. Wenn du das genug fest willst und bereit bist, gewisse Kompromisse zu eingehen und genug dafür zu machen, kannst du alles haben. Das hat mich eigentlich sehr mutig gemacht, immer. Mhm. Sehr mutig und eigentlich auch sehr glücklich, weil ich meistens die Ziele eben auch erreichen konnte. Ja. Tut dir da weh, weißt, wenn du siehst, wie dein Leben vorher ausgesehen hat? Oder ist da... Ja, tut es weh. Ich glaube, es ist so ein bisschen, also die Fotowand war beides für mich in dieser Reha. Das ist einerseits, hat die mir wahnsinnig viel bedeutet, weil sie mir halt auch Kraft gegeben hat, weil das eben, das sind so meine, die meisten sind viele von meinen engsten Leuten, die mir sehr viel bedeutet, die viele auch da bei mir waren, mich immer unterstützt haben. Mhm. Und wenn du immer wieder siehst, mal ich habe Leute, die hinter mir stehen und ich habe Leute, die das mit mir machen und die auf mich warten und daran glauben, dass es irgendwie wieder eine Lösung gibt, dann gibt das auch viel Kraft. Und ja, wiederum tut es aber auch weh, wenn du eben siehst, wenn ich mich an den Tag zurückerinnere oder an sonst Moment, wenn ich mit diesen Leuten den Ross verbracht habe, ja, dann tut es auch weh. Dann ist es auch ein bisschen, ist auch ein bisschen Wehmut dabei und dass es schwer ist. Die Melanie will zurück auf den Hof und den Betrieb weiterführen. Auch wenn sie selber nie mehr wird können Ross bereiten. In den letzten Monaten haben Melanie und Jürg viel im geschützten Umfeld des Paraplegikerzentrums trainiert. Aber heute geht es mit einer ganzen Gruppe raus zum Stadttraining auf Luzern. Raus ins reale Leben, wo sie sich gleich wieder zurechtfinden müssen. Ich denke, für mich wird es auch einfach eine kleine Herausforderung sein, mal zu schauen, wie weit mag ich überhaupt, so ein bisschen von der Ermüdung her. Weißt, mag ich das so einen Tag in der Stadt oder einen Nachmittag? Ist das nicht auch einfach zu streng? Und dann wird sicher das Rollstuhl fahren, oder? Ich bin schon noch recht, ich habe noch recht viel Gewicht auf den Stöck und so, ich balanciere eigentlich alles mit den Stöcken aus, also ich kann nicht ohne Stöck frei da stehen. Und auf der Rolltreppe dann stelle ich mir die Übergänge auf die Rolltreppe und vor allem von der Rolltreppe oben runter, wenn du den Griff loslassen und wieder auf den Stöck. Ja, stelle ich mir noch anspruchsvoll vor. Jetzt so. Ja, also funktioniert das überhaupt? Also das sehen wir dann. Melanie im Rollstuhl, der Jürg an den Stück. Als erstes müssen sie lernen, Rolltreppen fahren. Da wäre ich natürlich jetzt schneller mit dem Rollstuhl. Ja. Aber bei dir geht es gerade nicht um das, oder? Nein. Ja. Im Moment nicht, ja. Ja, zuerst müssen wir da mein Ding noch ein bisschen loswerden. Was meinst du? Aber damit eben auch. Nein, also mit dem glaube ich nicht. Nein, aber ohne den. Ja. Okay, Laurent, wenn du gleich mit Yves machst, Melanie? Ich kann mich nicht heben. Ich kann mich nicht heben. Genau. Sie hebt sich jetzt gar nicht. Ja, sie hebt sich gar nicht. Sie, weiß nicht. Weil Melanie mit ihren Händen nicht greifen kann, hat sie ihren ganz eigenen Weg entwickelt. Sie lehnt sich weit führen und kann so mit dem Gewicht vom Oberkörper den Rollstuhl auf der Rolltreppe heben. Das erstaunt sogar Therapeuten. Wie gelaufen? Gut. Das ist eben wieder das mit der Beweglichkeit, dass ich wirklich vorne bleiben kann. Ich kann mich ja nicht heben. Eben? Wieso?
Du kannst dich nicht. Nein, ich kann ja mit meinen Händen, ich kann mich nicht heben. Ja. Und das muss ich einfach so beweglich sein, dass ich wirklich das ganze Gewicht gegen vorne gebe. Also es sieht, wenn ich das sagen darf, recht kamikaze-mässig aus. Ja, also wir haben es schon mal gemacht und wir haben nicht gewusst, funktioniert es wirklich. Weil im Normalfall musste ich ein bisschen heben können. Eben, ja. Ja. Und der Jürg probiert das erste Mal mit Krücken. Dann nehmen wir jetzt schon wieder in die Hand, oder? So. Fühlt sich so wohl, oder wenn du eine Hand noch an der. Nein, eigentlich schon, weil der Übergang nachher, wenn ich eine Hand schon noch dort habe und dann müsste ich den Stock haben, denke ich, ist so besser. Ja, kein Thema. Gut. Soll ich jetzt vor dir sein oder hinter dir? Ja, vielleicht neben mir. Noch hat auch er die Unterstützung vom Therapeut, dem Carsten. Das ist jetzt einfach auch noch ein bisschen neu mit der Schiene. Und hier ist es jetzt ein bisschen. Perfekt. Gut, okay. Tipptopp. Ist gut gegangen, oder? Ja, es geht. Wenn ich schon beide Stöcke in die Hand nehme, das habe ich mir schwierig vorgestellt. Weißt du, wenn ich noch heb? Ja. Und nachher müsste ich den Stock in die Hand nehmen. Aber wenn ich vorher schon die Rolltreppe loslasse, ja, dann geht es ja. Also wieder ein kleines Hindernis weniger. Ja, genau. Ja. Das ist jetzt auch noch speziell, wenn man uns als Gruppe sieht, oder? Ja, da fällt man natürlich extrem total auf. Oder? Ja. Ja. Oder? Und man fühlt sich dann schon auch. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich dann noch ein bisschen behinderter, wenn du so als Gruppe unterwegs ja bist. Wenn du einfach allein selbstständig durch den Bahnhof durchflitzt oder unterwegs bist, da schauen halt alle so, oh, aha, ja, Ausflug vom Paraplegikerzentrum. Ja, und das Mal gehörst du da dazu, oder? Das ist schon so. Das ist nicht du. Und vorher so das Gefühl, ah, zum Glück gehöre ich da nicht dazu. Und Mal, das ist das, was mir dann manchmal so ein bisschen, ja, zu schaffen macht. So, okay, jetzt gehöre ich da dazu, oder? Der Jürg will nach 5 Monaten noch die Wil als Fußgänger zurück ins Leben. Und für das Ziel macht er alles. Melanie will so selbstständig wie möglich zurück auf ihren Hof. Du bist jetzt auch nicht da. Du bist weg. Ja, du kurz eingestellt. Jawohl. Yes. Ja. Zu allem anderen, dass du nicht mehr laufen und irgendwie sonst nicht mehr bewegen kannst. Auch einfach keine Hand mehr hast, wo du richtig irgendwie kannst brauchen. Das ist so, das ist für mich fast etwas vom Schlimmsten, dass die Hände einfach nicht mehr gehen. Der Lauf über die Kappelbrücke war so wie eine kleine Vier für mich. Ja. Auch wenn es ein kurzes Stück ist, aber ist für mich jetzt viel bedeutet. Ja. Also es ist schon so, dass du anfängst, die Welt anders anzuschauen und sagst, ja, was sind wirklich irgendwie Probleme im Vergleich zu vorher. Das ist schon so. Ja. Oder ich mir manchmal denke, wenn Leute sich über etwas aufregen, denke ich, also du hast Probleme, die will ich haben. Ja. In 2 Wochen werden Melanie und Jürg aus der Rehabilitation entlassen. Dann gehen sie zurück in ihr altes Leben, das aber ein ganz neues wird sein. Auch für ihre Familie. Wie ist das eigentlich für dich, dass du den Papi so lange jetzt nicht mehr zu Hause hast? Also am Anfang war es noch ein bisschen schlimmer, aber jetzt ist es so ein bisschen normal. So ein bisschen normal? Mhm. Und da besuchen, wie ist das? Ja, cool. Cool. Hast denn du schon gesehen, dass der Papa laufen kann, gell? Wie findest du denn das? Du hast schon von Anfang an gesagt, gell, dass ich wieder laufen kann. Sicher? Ja, sie hat von Anfang an gesagt, weißt du, Papi, du kannst dann wieder laufen. Wirklich? Ja. Gell?
hast du fest damit geglaubt. Was hat das mit eurer Beziehung gemacht? Mit euch beiden? Oder vielleicht mit eurer Familie? Ich finde, es hat uns wie näher gebracht. Es ist für mich auch wie in einer Nacht, wo wir gewartet haben auf den Bescheid von der Operation. Ich habe so gespürt, den Moment, in dem du in deinem Kind sofort so schön aus mir gehen auf Notwil für so immer. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt einfach zusammen sein. Ich will während der Reha, ja. Es hat uns auch zusammengeschweißt. Und wir haben auch viele Zeiten zusammen gehabt. Du hast mir gesagt, wahrscheinlich hast du mehr Familienzeiten gehabt in diesem halben Jahr. Ja. Wie wenn du einfach arbeiten wärst. Also wenn einer im Rollstuhl ist oder wenn er sogar noch pflegebedürftig ist und weiss, deine Partnerin muss dich jetzt Leben lang pflegen, da ist ja irgendwo, hast du fast, also da ist noch schwierig, um da erträgen oder dass du in einer Beziehung dann ja noch klar kommst mit dem, so, dass du nicht fast ein Schuldgefühl entwickelst, auch wenn du gar nichts dafür kannst und ja, belastet sicher, also dass du irgendwie vielleicht nicht mehr genau auf gleicher auf Augenhöhe bist. Von was haben ihr beide Respekt oder vielleicht ein bisschen Angst? Ich habe ein bisschen Respekt vor deinem Gemütszustand, so daheim dann wieder, wo ich denke, gell, da in der Klinik gehörst du zu den Gesunden. Ich sage jetzt mal in deinem Zustand, es ist alles ebenerdig, es ist alles rollstuhlgängig, alles eingerichtet, ein riesen Umfeld. Und daheim schrumpft die Welt auf fest zusammen. Jetzt im Winter, gell? Wir haben Schnee, unsere Zufahrtsstrasse ist also nicht rollstuhlgängig. Und einfach so ein bisschen da und auch daheim um lauter Fußgänger herum sein, Kollegen. Genau. Ja. Frühling, Flugwetter, Bikewetter. Ja. Und eben dann ist es so ein bisschen da, dass halt unter den Kollegen, Familie, Verwandtschaft bist du mal der, wo ja, vielleicht dann ein bisschen, wenn du unterwegs bist, das schwächste Glied in der Kette darstellst. Ja. Und ja. Denke, der kann dich dann schon auch noch mal so ein bisschen. Ist wieder noch mal eine neue Situation. Was dürfen wir euch wünschen für die Zukunft? Das ist eine gute Frage. Ja, also für mich ist wirklich einfach der Wunsch, dass wir mit dieser Situation, wo dann am Schluss ist, einfach umgehen können und das Beste daraus rausholen oder auch einfach das Schöne sehen, dass wir da weiterhin einfach das Auge offen haben für die schönen Momente, die das Leben noch parat hat für uns. Das ist mein Wunsch. Und da ist sie wieder, die Hoffnung. Die Hoffnung und der positive Blick in die Zukunft, den Jürg und Melanie beide aufrecht halten. Vieles durch den Kopf. Aufstehen, anlegen, Zähne putzen, all das nehme ich als selbstverständlich ein. Aber von einer Sekunde auf die andere kann das Leben kehren. Und so vieles, was du vorher nie darüber nachgedacht hast, wird zum fast unüberwindbaren Hindernis. Die Melanie und der Jürg können beide übers Wochenende heim. Vorher steht für den Jürg aber noch ein wichtiger Test an, der entscheidet, ob er in Zukunft noch mit normalen Autos fahren darf. Und was hast du jetzt eigentlich für einen Termin? Jetzt habe ich eine Motorisierungsabklärung. Und die hatte ich schon mal vor 3 Wochen. Und dort musst du ja 50 Kilo drücken mit dem rechten Bein. Bremskraft. Und ich habe 48 geschafft. Dann haben wir gesagt, ja gut, probieren wir es in 2 Wochen nochmal. Gehen dann in Kraft drum. Also das ist wichtig für deine Freiheit, dass du jetzt einfach immer... Jetzt gerade immer am Anfang, ja, denke ich, gerade jetzt auch im Hinblick auf den Beruf, oder, auf die Berufstätigkeit, dann musst du auch noch ein Auto umbauen und ja, macht es einfach recht kompliziert. Ja. Und wenn man könnte sagen, jetzt die erste Stufe wäre, dass ich wenigstens mit einem Automat fahren könnte, oder? Und ganz optimal wäre, wenn ich auch manuell wieder könnte fahren könnte, oder? Aber ja. Könnte man auch mal in 2-3 Monaten noch mal
testen und schauen, ob es geht. Ja. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Danke, ja. Merci. Mindestens 50 Kilo muss der Jürg aufs Bremspedal bringen. Also, du musst, brauchst ein Sortsbrett für den Transfer. Nein, ist gut. Hast du noch Wertsachen drin? Nein, die habe ich rausgenommen. Sehr ist gut. So lassen wir hier. Melanie wird fürs Wochenende von ihrer Schwester Debbie abgeholt, wo nebst ihrem eigenen Job auch Melanie ihren Reiterhof weitergeführt hat. Was hast du das Gefühl, Debbie? Weißt, ist das, geht deine Schwester wieder zurück in ihr altes Leben? Oder ist das ein völlig neues Leben, das jetzt anfängt? Nein, ich denke, ein Stück weit sicher auch ihr altes Leben. Also, das Ganze mit der Ross, mit dem Hof, das ist ihr Lebenstraum, den sie immer hatte. Und ich denke, so weit, wie sie das kann, wird sie das auch weiterführen. Das nimmt mich jetzt schon ein Wunder. Weißt, macht man irgendein Fest oder macht man irgendwie. Tut man das ein bisschen feiern? Es gibt auch Leute, die ihren Unfalltag nachher als zweiten Geburtstag feiern, weil sie sagen, ich habe immerhin überlebt. Willst du es feiern, dass du wieder heimkommst? Aber sicher nicht so, wie du es eigentlich gerne gehabt hättest. Ich glaube, es ist Freude und Leid hat alles einfach sehr nah beieinander. Oder? Also einerseits ja, freue ich mich sehr, komme ich wieder heim, habe meine Leute, meine Tiere, alle wieder um mich herum. Und ja, wiederum wäre ich sehr gerne sehr anders heimkommen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen. Es mischt das Gefühl dabei. Ja. Also Jörg, jetzt muss ich dich noch ein bisschen plagen. Und vor 150 Tafel, wie gesagt, gell? Du tust auf 50 beschleunigen. Dann drücke ich irgendwann den Knopf. Dann lacht gerade die Lampe rot an. Dann wird was du möglichst schnell auf Vollbremsung machst. Also ich schaue die Reaktionszeit nach, natürlich Bremsdruck. Das Ziel wäre, was ABS käme. Und was man einfach wirklich stoppen. Auf Vollbremsung machen. Ich schaue einfach verkehrt. Und du auf die rote Lampe. Ja. Super, perfekt. Ja, gut, Reaktion. Einwandfrei, ja. Gut, mir ist gut. Also, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich über 60 komme, aber der Sportlehrer hat tippt, dass ich über 63 mache. Wir haben den Schockistängel gewählt. Jetzt hast du gesagt, 64. 64. Ja, jetzt schulde Mais. Ja, ein guter Schwacker ist der, man mag es verkraften. Zählen es gern. Ja, das glaube ich. 64 Kilo Bremsdruck. Ein grosser Erfolg und ein wichtiger Schritt zurück ins Leben aus. Hallo. Hey, können wir das Auto behalten? Ja, wir können es behalten. Cool. Hey, klappt. Danke, Mathis. Und woher kommt die Schockebrücke lieber? Ja, ich muss leider am Carsten zahlen, 64 Kilo. Die Melanie und der Jürg haben beide noch einen strengen Weg vor sich, wenn sie zwei Wochen weggehen von Notwil. Aber sie sind schon weit gekommen in diesen Monaten seit dem schweren Schicksalsschlag. Dank viel Wille, Hoffnung und Menschen, die mit ihnen sind. Nachher kommt der Ganze. Wer kommt ganz rein? Der Papi. Der Papi. Ja. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Danke vielmals. Merci dir, gell? Extrem spannend in drei Tagen. Merci vielmals. Euch alles Gute. Weiterhin für euch. Merci vielmals. Danke. Ein gutes Wochenende. Drei Tage im Paraplegikerzentrum. Auch ich komme anders raus, als dass ich rein bin. Dankbar für so vieles, was vorher selbstverständlich war.